Ja, frühmorgens, Lichter sind noch aus und ein neues Projekt nimmt konkrete Formen an. Und da wollte ich euch einfach mitnehmen und euch so ein bisschen vorstellen, was hier passiert. Dieses seit über na, fast 3 Jahren steht das filterlose A112 Asian to go hier mit den Betarupra, den Styphodon und den Dornaugen, die ich neulich wieder entdeckt habe. Ich habe also da tatsächlich nach einer Kescher-Aktion, wo ich ein paar Betarupras zum Verkauf fertig gemacht habe, zwei fette, wohlgenährte Dornaugen entdeckt. Sensationell. Nach also weit über einem halben Jahr die eine geheimnisvolle Sichtung. Ja, das Becken hier soll in die Schule wandern. Ja, also ich habe mich jetzt entschieden, mich hiervon zu trennen und das darf in der Schule weiterhin dann den Kids dort gefallen. Ja, Besatz kommt ziemlich raus. Ja, also da werden mehr Garnelen und Schnecken und so weiter drin sein. Vielleicht auch ein paar Krebse, mal gucken. Das wird sich zeigen. So, was passiert jetzt? Ja, dieser Schrank hier, der muss wandern, weil da muss Platz für etwas Neues sein. Und der Schrank soll, jups, hier, das ist mein Arbeitszimmer, dahin. Ja, Pfand geht zurück. Mein spektakulär gut aussehender Schrank hier darf wieder zurück zu Rewe und dieses Aquarium mit den Neolamprologus, Similis, den Schneckenbuntbarschen, das darf dann auf den Schrank drauf. Ja, und was gibt das Neues? Ein Teil davon kann ich euch schon zeigen, das habe ich schon abgeholt. Der Rest kommt noch die Tage und es steht da hinten. Da ist der neue Schrank für ein neues Projekt. Und ich habe echt einen Schnapper gemacht, meine Herren. Ja, da hat sich wirklich jemand ja, von seinem wunderschönen ja, Schrank mit Aquarium, mit Lampe getrennt für echt einen guten Preis. Ich stelle es euch mal kurz vor. Das hat die Maße 1,30 x 60 x 50, das Becken nachher. Weißglas vom Aquarienbauer, ja, gebaut, also tolle Qualität, kein Kratzer, vom Feinsten. Und dazu gibt es eine WGB 2. Moment, frühmorgens, meine Stimme ist noch nicht so ganz fit. Pro 120 cm Chiros-Lampe. Eigentlich wollte ich hier Chiros nicht mehr. Ja, zwei habe ich gehabt. Zwei sind kurz nach der Garantie kaputt gegangen. Habe ich gedacht, ne, kaufe ich nicht mehr. Aber es war halt jetzt da mit dabei. Und ein Oasefilter ist auch noch mit dabei. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich den wirklich brauche. Da bin ich noch so ein bisschen überlegen, wie das Ganze laufen soll. Ja, und hier soll dieses Schränkchen hier dann dahin. Ja. Und ein neues Projekt soll hier laufen. Hier soll ein Strömungsbecken, allerdings nicht nur, sondern nur der vordere Teil soll stark durchströmt sein. Im hinteren Teil soll es stark bepflanzt sein, sodass ich praktisch zwei Zonen habe. Eine ruhige und eine etwas wildere. Und dann soll da ja alles, was aus Asien kommt und da reinpasst, ein schönes Gesellschaftsbecken. Ja, ich stehe einfach auf Gesellschaftsbecken, Artbecken, da wo es sein muss, wo das Becken klein ist oder die Fische einfach auch sich in Gesellschaft schwer tun, finde ich das super. Aber ansonsten mag ich viel Leben in meinen Becken, unterschiedliche Formen, Farben, Verhaltensweisen. Ja, das finde ich einfach spannender wie eine Art in einem Becken und ja, ist so meine persönliche Geschichte. Darf jeder natürlich halten, wie er möchte. Ja, der Schrank, also richtig klasse, die Ausstattung, sind so Lichtchen drin, das heißt, wenn er aufgeht, gehen die an. Steckdosenleisten sind schon drin. Hier, ja, für ein paar Scaping-Tools. Oder Düngerfläschchen. Das war alles schon und das sieht aus wie neu. Das Ganze ist noch kein Jahr alt.
Ja, also praktisch neuwertig und ja, wenn man weiß, dass das gute Teil hier schon über 500 Euro kostet. Und wer sich mal ein Becken hat kleben lassen beim Aquarienbauern, das ist wirklich gut gearbeitet. Das sind dann auch die Ecke nochmal mit einer extra schmalen Scheibenleiste verklebt, sodass nichts an Silikon kann. Also das ist richtig gute Arbeit. Ja, bin mal gespannt, was er schätzt in den Kommentaren, was ich da habe auf den Tisch legen müssen. War echt ein Top-Preis, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich war auch mit einigen Firmen in Kontakt, hätte also auch ein Oasebecken zu einem guten Preis bekommen können. Aber das gibt ein offenes Poolbecken. Ich habe auch mal wieder Lust auf Bepflanzung, Emers oben raus. Ja, und hinten möchte ich Filtermatte begrünen. Und das soll so ein hinten grüne Hölle, vorne Strömungsbecken sein. Deswegen war mir auch wichtig, dass die Tiefe passt. Ja? Du findest selten wirklich Becken mit einem Maß von 1,20 Meter, 1,30 Meter, die dann auch eine schöne Tiefe haben. Ja? Die haben normal alle standardmäßig 50. Jetzt habe ich hier eine schöne 60er Tiefe, da lässt sich gut mitarbeiten. Ja, jetzt geht die Arbeit wirklich los. Ja? Schränke leerräumen. Alles hier rüber und dann gucken, Aquarien ziemlich leer machen. Mal gucken, ob ich das 112er hier transportiert bekomme, auf die andere Seite rüber. Ja, wiegt halt auch ohne Wasser, nur mit Sand, 60 Kilo, ja, ganz locker. Und dann musst du hoffen, dass das Ganze, ja, der Boden hält. Ich werde mal noch einen Aquakollegen anfragen, vielleicht hat der Lust, mir zu helfen. Also, ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses neue Projekt. Ich auf jeden Fall freue mich über Abo, Like, Kommentar wie immer und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.